Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Kenny aus den Niederlanden und er fragt: Hallo Martin, ich habe einen Quarantänetank 1000 Liter in der Garage mit 5 Tosei zum Überwintern. Die Fische schwimmen jetzt seit 5 Wochen im Becken, aber sind noch immer sehr schüchtern. Jedes Mal, wenn man sich über den Tank hängt, sind sie stressig. Was kann ich tun, um die Koi besser zu akklimatisieren? Lange Zeit warten mit Futter, ein klein bisschen Musik, Radio in der Garage, Abdeckung immer zu. Herzlichen Dank im Voraus mit freundlichen Grüßen, Kenny. Lieber Kenny, das ist ein Problem, was viele haben, wenn wenig Fische im Teich sind, wenn wenig Fische in der Quarantäne sind und vor allem, wie du es richtig sagst, wenn die Quarantäne, das Quarantänebecken an einem Ort steht, wo die Koi eigentlich nicht gestört sind, sondern ihre Ruhe haben, dann noch eine Abdeckung drauf ist, wenn die eigentlich keinerlei Fremdbewegung kennen. Ich glaube, Musik, Radio bringt relativ wenig, weil das ist ja Schall und es geht ja um die Bewegung im Allgemeinen. Aber da jetzt einen Roboter hinzustellen, der immer mal wieder alle 2 Stunden die Abdeckung hoch und runter, das wäre wahrscheinlich auch Quatsch. Wenn die Koi relativ klein sind, du schreibst Tosei. Tosei kann 10, 12 heißen, Tosei kann 20, 25 sein. Ich kann dir sagen, wenn sie mal eine gewisse Größe haben, dann lässt die Schüchternheit nach. Ich habe es schon oft erzählt, unsere kleinen Karashi-Koi, das ist das Schüchternste, was man sich vorstellen kann. Wenn wir da selbst 200 Stück in einem Becken haben, 5 Kubik, und wir zum Füttern durchlaufen, zum Schauen, zum Inspizieren, das ist absolut pervers. Die drücken sich ins unterste Eck, schwimmen wie die Vollwahnsinnigen. Und irgendwann so ab 20, 25 Zentimeter, dann kehrt sich das plötzlich um. Dann macht man den Deckel auf und dann stehen sie alle da und wollen fressen. Ja? Und somit kann ich auch dir versprechen, das wird irgendwann mal aufhören. Und was du heute schon tun kannst, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du zu Hause bist, inwieweit du Zeit dafür hast, aber Lebewesen in jedweder Form können natürlich konditioniert werden. Wir kennen das vom Herrn Pavlo, der seine Hunde hatte und immer, bevor er ihnen Fressen gegeben hat, hat er mit einer Glocke geklingelt. Und dann haben sie irgendwann schon sabbern angefangen, wenn sie nur das Klingeln der Glocke gehört haben, weil sie gewusst haben, jetzt gibt es gleich Futter. Und so kannst du es mit deinen Koi auch machen, dass du sie dahin konditionierst, dass du sie nur noch von Hand fütterst. Dass jedes Mal, wenn die wissen, die Abdeckung geht hoch, jetzt fliegt Futter rein. Das kann funktionieren, muss nicht funktionieren, aber in der Regel ist das, wenn die die fütternde Hand kennen, dann werden sie es ja auch irgendwann mal lieben. Und das sind in solchen Fällen das Effizienteste. Oder du kannst natürlich, aber macht auch keinen Sinn, in der Regel werden dann auch die Zahmen auf die schüchternen Schreckhaften konditioniert. Also da lernt häufig der Schreckhafte bei so kleinen Fischen, der Zahme von den Schreckhaften. Ich hätte jetzt gesagt, dass du noch einen Chagoi oder irgend sowas reinsetzt. Vielleicht auch ein etwas größerer, der dann im Prinzip die Meute zahm macht. Aber 1000 Liter sind natürlich auch nicht wirklich viel Wasser. Gut, 5 Tosei sind auch nicht wirklich viel Fische. Die haben einfach ein bisschen Einsamkeit. Ich war jetzt gerade bei Andreas am Teich. Da habe ich auch geblockt und habe es dann, glaube ich, zum Filterblock habe ich es auch erwähnt. 50.000 Liter Teich, 9 Jumbo Tosei, 2 Karashi-Koi dabei. Und normalerweise ist das der Klassiker, dass die Fische in so einem riesen Teich, die paar da auch sich verloren vorkommen und eher schüchtern sind. Aber Andreas und seine Frau haben mir erzählt, wenn der Sohn ins Wasser geht, die schwimmen um den rum. Kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass die den Menschen dadurch nochmal ganz anders gewöhnt haben. Die fressen alle aus der Hand, auch bei mir. Ich komme da hin und die sind alle vor mir geschwommen. Das ist eher untypisch. Normalerweise fängt dieses wirklich freundliche, das dem Menschen gegenüber freundliche Wesen, das beginnt eigentlich meistens dann, wenn so ein leichter Überbesatz da ist. Und dann ist es am Ende auch nichts anderes als ein entsprechender Fressdruck, Futterneid, dass jeder weiß, jetzt muss ich relativ schnell zuschlagen. Also, lieber Kenny, vielen Dank. Schön, dass der Blog auch in Holland hier und da geschaut wird. Machen Sie es gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.